Schönen guten Tag 12 in der 90-Tages-Challenge. Heute machen wir ein neues Workout, es heißt Hammer. Und bevor wir dazu kommen, der Tyrant von vor 2 Tagen steckt mir noch ein bisschen in den Knochen. Und zwar hier vom Hüftheben habe ich hier Muskelkater. Ansonsten ist aber alles gut. Aber ungewöhnlich, das passiert einem halt auch immer wieder, dass man dann so Muskelkater an Stellen hat, wo man gar nicht wusste, dass da Muskeln überhaupt sind. Okay, wie gesagt, wir schauen uns den Hammer an, was da heute auf mich zukommt. Die Besonderheit beim Hammer ist, dass man nicht die Übungen nacheinander wegmacht, also immer abwechselnd, sondern dass wir hier von 40 Sekunden Belastung und 20 Sekunden Pause sprechen pro Übung, und zwar 4-mal jede Übung. Das heißt, die hohen Skorpionkicks mache ich 40 Sekunden, dann mache ich 20 Sekunden Pause, dann nochmal hohe Skorpionkicks und so weiter. Diese Skorpionkicks kennen wir schon aus einem anderen Workout, weiß jetzt nicht mehr genau aus welchem. Das einbeinige Kreuzheben ist auch aus dem Tyrant bekannt. Fallschirmspringer ist auch mega anstrengend, haben wir aber auch schon mal gemacht. Lunges mit Armen über dem Kopf sind neu, aber auch kein Riesenproblem. Und notiert wird dann nur der Wert, den man im jeweils 4. Durchlauf gemacht hat. Also im Beispiel habe ich im 1. Versuch damals im 4. Satz hohe Skorpionkicks 16 Stück gemacht. Genau, wird gut, alles machbar. Wer den Hammer nachmachen will, der Link zu meinem Intervall-Timer für genau dieses Workout, nämlich 40 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause, ist in der Videobeschreibung, wie immer. Ich mache mich jetzt warm und dann geht's ans Workout und dann sehen wir uns zur Ergebnisrunde wieder. So, und das war's auch schon fast mit Tag 12. Und die Ergebnisse schauen wir uns auf dem Bildschirm an, während ich mir einen köstlichen Eiweißshake gönne. Prost! So, schnell und schmutzig machen wir das. Ich habe ein neues Tabellenblatt für den Hammer angelegt. Das letzte Mal in 90 Tagen waren 27 Skorpionkicks, heute 25. Ist okay. Einbeiniges Kreuzheben, damals 17, heute 18. Juhu! Fallschirmspringer, richtig anstrengend das Ding. 30 damals, jetzt 35. Ziemlich, ziemlich hardcore. Und Lunges mit Armen überm Kopf, 18 auf 19. Kann man so machen, würde ich sagen. Also, Tag 12, ein Tag zum Zufriedensein. Wir sehen uns hoffentlich wieder in 3 Tagen. Dann steht das nächste Eval-Workout an. Wenn es Spaß gemacht hat, Daumen hoch, Abo dalassen bei Bock. Bis dann. Tschüss.